Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und das Video wird heute heißen Nitro-Vergleich. Und zwar habe ich hier einmal von Maxima Racing den Bio-Dirt 25%. Also Biomethanol ist das. 4,5 Liter sind da drin. Und den habe ich jetzt die ganze Zeit gefahren. Der ist ungefähr jetzt noch so voll. Und da hat er ein Viertel von der Leistung, die er mit den, ja, hat, mit dem normalen Sprit, ne? Also mit denen hat er die volle Leistung und mit denen ein Viertel davon. Also das Zeug ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, wenn ihr den hier noch kriegen könnt. Also den ganz normalen Nitro-Methanol, der ist auf jeden Fall besser. Ich habe mir den jetzt hier geholt von Graupner ist der Titan Pro. RS16, also 16% Nitro-Anteil. Steht ja auch nochmal hier unten, schön dort. Hochleistungskraftstoff für Wettbewerbseinsätze ist da sogar. Ja. Also, ihr könnt ja mal 1-2 Videos davor gucken, also meine Vorvideos angucken. Da bin ich die ganze Zeit mit denen gefahren da hier. Und da hat er nicht die Leistung gebracht, die ich mir eigentlich erhofft hätte. Und dann bin ich nochmal mit denen gefahren, also in einem anderen Video, was ich dann noch hochladen werde nach dem. Dann bin ich mit dem gefahren und dann merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Also der ist für den Motor viel besser geeignet. Der hat wahrscheinlich eine höhere Verbrennung oder was weiß ich. Auf jeden Fall fährt er damit viel, viel besser. Hat viel mehr Leistung, kann sein Leistungspotenzial voll entfalten. Ich fahre natürlich mit meinem Kiosho XXL Scorpion. Na, da hier drüben steht er. Ist ein bisschen dreckig nach der letzten Fahrt. Bisschen eingestaubt. Aber sonst alles in Ordnung. Ja. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Fahrzeug, beziehungsweise zu dem Nitromethan, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Über ein Abo sogar noch mehr. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Ciao.